Los, die Türen gehen kaum zu. Dann im Bahnhof wird's noch schlimmer, alles verspätet und wie immer kauf ich irgendwas zu beißen für auf die Hand. Dann fährt endlich mein Zug ein, doch da will keiner raus, nur rein. Wieder williger Tumult am Bahnsteigrand. Ich hab's satt. Ich hab's satt. Ich krieg natürlich keinen Platz zum Sitzen. Um mich rum stehen sie und schwitzen. Moschus, Minze, Kaffee, Dunst, oh, mir wird schlecht. Ich atme flach, guck aus dem Fenster, da seh ich grinsende Gespenster. Und auf dem Rücken einer Kuh reitet ein Specht. Wer hat das denn geschrieben? Naja. Na gut, das passt ja. Also, da fällt mein Blick über zwei Brüste. Darauf steht, los, fahren wir zur Küste. Es wird nicht besser, ja. Das steht da auf Spanisch. Aber so viel Spanisch kann ich schon. Und ich muss grinsen, denn mir wird klar, das Gute lag wieder mal so nah. Denn wenn die anderen gleich aussteigen, werde ich einfach drinnen bleiben bis zur Endstation. Ich hau. Ich hau ab. So, jetzt versuchen wir das machen. Ja, kannst du. Ja, so geht auch. Ja, warte, das ist auch nicht schlecht. Das habe ich noch nie gehört. Ja, ich hätte schön still halten. Nicht noch fester, dann lass ich ihn jetzt wieder zu. Stehen. Und wenn das Wasser mich umspült und der Wind mein Haar zerwühlt, ja, wer dann zuletzt am besten lacht, das werden wir dann sehen. Oh, ich hau ab. Und ich hau jetzt hier ab und mach Platz. Dankeschön! Applaus.